Fast. So. Die Bitrate. So, wir sind schon mal Wir live. sind schon mal live, das ist sehr gut. Transcoding Ich, gibt es, glaube ich, nicht, aber das ist mir. Doch, wir haben. Oh! Wir haben Transcoding. Die Twitch-Götter haben uns geantwortet. Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen, aber ländliche Teilnehmer hätten was von unserem Stream. Ich glaube, das ist echt einfach die 12:30 Uhr. Es streamt halt jetzt keiner. Ich habe mal gelesen, ich meine, ich lese mich ja immer wieder in diese Statistiken ein. Es gibt so Morgenstreams, quasi das Morgencafé, das Morgenmagazin. Habe ich tatsächlich als Ja. Schüler mal geguckt, weil man so ultra früh aufstehen musste. Und ich glaube, das wandert sozusagen als, weil das Format ist ja valide. Irgendwie morgens beim Kaffee, irgendwie Leute, die entweder fit werden wollen oder die alleine wohnen oder wie auch immer, irgendwie ein bisschen morgens Kaffee und dann halt quasi schon leichte Berieselung. Also wirklich teilweise hunderte von Leuten, die dann ihrem Lieblings, ich weiß nicht, ob man die Star nennen soll oder ihrer Lieblingsperson, Lieblingsstreamer, auch beim Aufwachen zugucken. Aber auch so mit richtigen Formaten. Also die haben dann sozusagen einen kleinen Redaktionsplan. Einfach, also faszinierend. Einfach nur faszinierend. Ich glaube, das Schwierige ist, dass Leute natürlich unterschiedliche Aufstehzeiten haben, so, ne? Die dann vermutlich zueinander inkompatibel sein Was würden. soll denn das jetzt heißen? Ich, also, nee. Ja, ich glaube, im Semester. Ja, das stimmt wohl. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch das Video anguckt. On demand oder jetzt hier live. Mein Name ist Hendrik Steinberg. Ich war ein bisschen untergetaucht. Es liegt vor allem daran, dass meine Masterarbeit ein bisschen höhere Prioritäten einfordert. Mit mir ist Dr. Matthias Mankowski, der super viel dafür gepostet hat. Unter anderem eine Wand. Und Und du hast gesagt, diese Wand braucht in Kürze eine Inventarnummer, wenn an dieser Wand regelmäßiger Veranstaltungen stattfinden. Und hatte ich recht? Weiß ich nicht. Werden wir mal sehen, ob irgendwer vielleicht zufälligerweise hat diese Wand ja einen Haken. Und jetzt noch einen Wortwörtlich zweiten. ein Haken. Einen Haken? Nee, ja, einen echten Haken, an dem man diese improvisierte Flipchart aufhängen kann. Komm, wir steigen Und direkt mal rein. Also, es geht um diese wunderschöne Wand. Und da, wenn man es sieht, da ist der Haken. das ist der Haken an der Wand. Also, Matthias, die Eingangsfrage ist einfach, und ich glaube, also, warum? Why? Ja, warum? Warum Weil tust du dir das an? erstens, weil man es kann. Okay, das ist tatsächlich eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Naja, und die zweite Sache ist, das ist ja eine Lehrveranstaltung, die sich an Studierende im jetzt zweiten Semester richtet, in einem dritten, hauptsächlich online stattfindenden Semester. Und diese armen Studierenden, die haben eben tatsächlich die Uni vielleicht drei, viermal von innen gesehen. Also die waren einmal in einem großen Hörsaal und vielleicht zweimal in einem anderen großen Hörsaal. Aber und wenn sie Glück hatten, waren sie vielleicht mal irgendwo in einem Übungsraum, so durch Zufall. Und vielleicht haben sie mal Praktikumsraum oder irgendein Labor von innen gesehen. Aber ansonsten war das. Bestand das Studium hauptsächlich aus, man sitzt zu Hause immer vor dem gleichen Endgerät und guckt dahinter die gleiche Wand an. Oder Und man hat also. seine Studiekarte mal aktualisiert. Das wäre dann so Möglichkeit 5 oder 6. Aber ja, es ist, man ist eigentlich nicht am Campus. Also ich bin auch nie am Campus, sage ich jetzt ehrlich. Es ist. Genau, so und also ich gebe vollkommen zu, dass aus didaktischem Wert jetzt rein gegenüber Zoom das nicht wahnsinnig großen Vorteil hat, was da passiert. Es ist eben eine Hybrid-Outdoor-Übung, ne? Also damit man draußen vernünftig sehen kann, natürlich, na klar könnte ich da jetzt irgendein ein riesen Smartboard hinrollen. Da haben die besten Beamer und die besten Bildschirme der Welt, aber mal das Problem, wenn es wirklich hell ist, sieht man halt nichts. Es sei denn, man Ja. hat wirklich ein Display, was mit mehreren kW Leistung betrieben wird. Also eine ganz normale Flipchart, auf die man mit Stiften draufschreiben kann. Die kommt per Kamera in Zoom rein. Da unten auf dem Boden liegt eine Boombox, die macht sozusagen die Audioausgabe in Zoom. Ich habe ein Funkansteckmikrofon und die Studierenden, ich weiß nicht, irgendwo gibt es bestimmt auch noch Bilder, wo mal ein paar Studis drauf sind. Ich habe auch noch ein Funkhandmikrofon, mit dem sozusagen das Auditorium vor Ort Na, echt? Fragen stellen kann und dann hören wir halt, also die Leute in Zoom hören uns gut, wir hören die Leute in Zoom,
Da sieht man dieses Handmikrofon davon. Also einfach mal, um zu zeigen, was du da an Technik ankarst, wortwörtlich. es ist krass. Also, es ist ja sozusagen ein mobiles Studio und normalerweise nimmt man sein Zeug, setzt sich ins Auto und baut innen auf. Ja, und der Matthias sagt halt so, ich baue halt außen auf. Also ich finde die Idee mega cool, aber man muss halt echt sagen, Aufwand. Also ich glaube vor allem Aufwand, über den Ertrag können wir später vielleicht noch reden, das ist halt krass. Also. Ja, ich meine, es also war jetzt so ein bisschen auch natürlich glückliche Fügung, dass ich natürlich so Stative, diese Mikrofone hatte ich mir ja für andere Hybrid-Szenarien mal angeschafft, diesen Rollwagen da, den kann man halt so ganz fantastisch aus- und zusammenklappen. Ja. Und da liegt halt oben einfach eine Holzplatte drauf, die ich ja als mobilen Tisch halt nutze. Und das hatte ich mal, diesen Rollwagen hatten wir halt im letzten Jahr mal angeschafft für solche MINT-Kunstaktionen namens Robo Picasso. Ah, okay. Da haben wir halt anderes Equipment durch die Gegend gefahren und hier dann, weil mein Laptop-Akku, eigentlich sollte das auch ohne das gehen, aber ich hatte vergessen, ihn vorher aufzuladen. Ja. Und dann habe ich halt noch eine Autobatterie und so einen Inverter mitgenommen, dass man halt draußen Strom hat. Der Ingenieur sagt, Autobatterie? Und dann geht's los. Das wird invertet und dann Feuer. Groß, also ist großartig. Die extra Meile ist schon long, long gone. Aber das, also ich bin fast sprachlos, weil es halt einfach so kreativ, innovativ ist. Vielleicht, magst du was zur Veranstaltung noch sagen? Also wie viele Leute? Weil ich meine, das Zoom skaliert, ja. Klar. Aber so eine Outdoor-Übung, wie viel kommen da? Ja. Genau, also in Zoom skaliert das im Prinzip natürlich beliebig. Wir haben das ja bisher jetzt erst zweimal gemacht. Also ich hatte ja einmal darüber getwittert, da haben wir einfach so einen technischen Test gemacht und da die Bilder, das war im Prinzip der erste Produktivtermin. Und da waren jetzt 4 Studis vor Ort da und ich sag mal nochmal so ungefähr eine Handvoll in Zoom. Und naja, wenn man das jetzt, ich habe das aber auch immer erst nur einen Tag vorher angekündigt, mir war auch zu der Zeit noch nicht, also da war, wo wir das, wir haben das jetzt vor 2 Wochen das letzte Mal gemacht, da war Magdeburg jetzt so von den Inzidenzen ja auch nochmal irgendwie deutlich höher und die Uni war eigentlich noch in Stufe 4 ihres Corona-Stufenplanes und ich sag mal, mittlerweile könnte man das vermutlich auch so machen, dass man halt sagt, naja, wenn wir jetzt, ich hatte damals 10 Plätze vor Ort zugelassen. Ich meine, natürlich kann man nur die Leute wieder nicht beliebig dicht sitzen, wenn man halt sehr weit weg sitzt. Sieht man, dann ist zwar nett, dass man vor Ort ist, aber wenn man sich ja per Zoom einwählt, sieht man vermutlich mehr. Ja. Ja, also, aber so wie so ein normaler Übungstermin ist. Also eigentlich, ich sag mal, mehr als insgesamt 20 Leute hätte ich damit jetzt halt nie adressiert, weil dann wäre es halt keine Übung mehr. Ne? Ja. Es geht ja schon darum, irgendwie so einen kleinen Kreis zu haben und dann halt Fragen zu stellen hin und her. Und diese beiden Mikros, die ich angesprochen habe, die laufen auch beide über den gleichen Empfänger, sodass halt auch der Student, also wir können so, oder die Studentin vor Ort, die halt Fragen stellt, das kann die ganze Zeit hin und her gehen, weil ich nicht jedes Mal irgendwie Mikrofone händisch umschalten muss in Zoom oder an irgendeinem Mischpult irgendeinen Regler rüberziehen muss. Ja. Und die Bildqualität muss man halt sagen, das ist jetzt halt eine Logitech C920, ne? Das ist so diese Standardkamera, von der alle sprechen. Mal 50 Euro gekostet hat. Die mal 50 Euro kostet und auch ein 50 Euro Bild kostet. Die ist halt okay, man erkennt da was. Die Stifte müssen halt gut sein, dann ist das schon okay. Wenn man da jetzt halt eine. Ich habe jetzt herausgefunden übrigens, dass ich meine, ich habe die jetzt nicht hier, ich habe auch eine. Also eine Sony RX100, das ist so eine Systemkamera. Mhm. Nee, eine. Eine bessere Digitalkamera. Und die hat halt auch HDMI-Out, die hat aber leider kein Clean HDMI. Und mit der könnte man jetzt vermutlich. Aber ist die irgendwo abgefallen in einem Projekt oder wo kommt die her? Die habe ich mal von meinem Lehrpreisgeld mir mal gekauft. Ah, okay. Ja. Und wir hatten dann alternativ einfach eine Handykamera von einem Studenten genommen. Also mein Holzhandy, das macht jetzt auch keine verbesseren Bilder. Aber ein Student hatte eine etwas
bessere Kamera. Das sind die Laborhocker, die habe ich mitgenommen. Ja, und das Handy vom Studenten hatte, das hat schon bessere Bilder gemacht. Das haben wir einfach auf so ein Webcam, auf so ein Handy-Stativ gemacht und dann, das ist das Bild von der Logitech und darunter ist halt das von dem Studenten. Dann sieht man, das sieht schon ein bisschen knackiger aus und wirkt von den Farben auch etwas satter. Man erkennt da auf jeden Fall was drauf. Ne? Also wenn man halt die Rechnung da nachvollziehen möchte, kann man das wenn man schon dabei ist und sozusagen beim Schreiben dabei ist, dass es jetzt mit einem digitalen Whiteboard nicht mithalten kann, wo du noch Farben rausziehen kannst und Post-Production. Aber das ist ja auch gar nicht der Sinn. Also genau. Das, das ist ja faszinierend. Also ich glaube, einige haben den Kopf geschüttelt, so also in Verwunderung, sozusagen so, was? Und ich, teilweise habe ich dann zugehört, aber im gleichen Moment, wie gesagt, völlige Verwunderung, also man muss den Campus relativ gut kennen, man muss seine Signalkette irgendwie, auf die Kette bekommen. Und also es gehört, glaube ich, relativ viel dazu. Wie haben denn die Studierenden das? Das würde mich tatsächlich interessieren. Die fanden das natürlich total cool. Also, und es gab eben auch so diese Situation, die man halt sonst in der Online-Lehre, sage ich mal, halt nicht hat oder seltener hat. Also, dass halt die Leute, die vor Ort waren, ne, ich meine, ich habe dann, also irgendwann waren dann halt alle elektrotechnischen Fragen geklärt und ich habe dann gesagt, ja gut, denn in Zoom gibt es auch keine Fragen mehr, dann fange ich jetzt mal so langsam an zusammenzubauen. Und die Studis blieben dann halt noch da und haben sich jetzt halt mit mir und aber auch untereinander halt noch so ein bisschen unterhalten über dieses und jenes, was jetzt nicht direkt lehrveranstaltungsspezifisch war. Ne? Also es gab halt so diese berühmten Zwischentür- und Angelgespräche, die man ja trotz allem, also ich meine, ich mache das ja in Zoom auch so, dass ich immer die Zoom-Meetings bei mir sind die ganze Zeit offen. Also wenn die Studis eine halbe Stunde vor mir im Zoom sind, sind sie halt eine halbe Stunde vorher da. Ich versuche auch immer schon ein paar Minuten eher, sagen wir mal 10, 15 Minuten eher da zu sein. Falls es Fragen gibt, gibt es aber halt relativ selten Fragen. Wenn, dann gibt es mal irgendwie ein paar Fragen im Privatchat. Und dann ist es halt so einsam und still in dem Meeting. Mittlerweile, seit ein paar Wochen, spiele ich einfach Wartemusik vorher in das Zoom-Meeting ein. Richtig gut. Richtig so. Gut. Und im Nachgang lasse ich das Meeting auch noch offen und warte wirklich eigentlich so lange, bis alle Studis von alleine gegangen sind und sage nicht, jetzt mal schnell raus hier, sonst lasse ich die Hunde los. Die virtuellen, ja. cool. Und es gibt aber selten eben so diese, und was machst du heute Nachmittag so nach dem Motto, Gespräche passiert halt in Zoom nicht. Ja, aber was meinst du, woran es liegt? Ich habe da so meine eigene Theorie oder Theorien. Es ist halt, also ich glaube, die Nachvollziehbarkeit ist noch zu hoch und man weiß am Ende des Zoom-Meetings nicht genau, was damit passiert, was mit dem Chatverlauf ist. Also sozusagen, also eine gewisse Skepsis ist da, die ich verstehen kann. Ja, und wie funktioniert denn so ein Smalltalk vor Ort, ne? Also man unterhält sich über das Wetter, man unterhält sich über, wie bist du denn heute hergekommen? Ja. War es bei dir in der Straßenbahn auch so voll wie bei mir? Oder hast du auch da irgendwie das und das gesehen? Und ich meine, darüber kommt man ja dann über irgendwelche Sachen ins Gespräch, wo man feststellt, oh, da gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner, ja. Und das bei Zoom, sitzt du heute auch wieder zu Hause, guckst du auch wieder die gleiche Wand an wie immer. Bist du auch gerade aufgestanden und versuchst wach zu werden? Ja, bei mir auch, stimmt schon. Oder was halt, man auch hat irgendwie so Problemchen, irgendwie so, ja, hier, wie habt ihr das Aufgabenblatt gemacht oder aber dann vor allem, ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor ist, dieses wirklich 1:1, 2:1, also diese Grüppchen, diese Träubchen von Leuten. Und bei Zoom ist das halt immer wirklich so slash all in den Äther. Und da muss halt irgendwie, und wenn dann so quasi unter 40 Leuten so eine awkward silence, das ist dann irgendwie, insofern kleinere Gruppen. Okay, wie ist denn so die Zwischenevolution? Wir haben es übrigens kurz von Eigenwert Grüße vom IFAT aus Magdeburg. Ich weiß nicht, was das ist. Oh ja, der Eigenwert. Ich weiß nicht, wer es ist, aber viele Grüße zurück, viele Grüße zurück. War auch letztens in meiner Online-Sprechstunde bei Twitch. Ich werde das herausfinden. Ich werde das herausfinden. Das IFAT ist das Institut für Automatisierungstechnik. Da kann ich, wenn ich jetzt aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich darüber. Okay. Könnte ich jetzt sehr winken gut. Aus dem Fenster. Ah, das ist spannend. Okay.
Wie habt ihr denn jetzt evaluiert? Also ich meine, wir haben ja gerade gesagt, okay, also an sich machen wir keinen Rona-Content, aber Inzidenz geht ein bisschen runter, man kann ja irgendwie mal fantasieren, ist ja irgendwie auch noch eine Hochschul-geschäftsführungspolitische Entscheidung, aber eben ist das Format etwas, was vielleicht so ein Brücken, um nicht zu sagen Hybrid, ist übrigens die erste wirkliche hybride Veranstaltung, die ich kennenlerne. Weil sie wirklich gleichzeitig ist, aber ich will jetzt nicht über Hybrid ranten. Wie habt ihr das denn evaluiert? Weil ich meine, gut, du baust halt irgendwie 15 Minuten auf, 10 Minuten ab, nehme ich mal an. Ja, so in dem Dreh, ja. Also man sieht halt, so wie jetzt die Bildperspektive ist von der Kamera, da hinten im Hintergrund sieht man irgendwie so ein längliches Gebäude. Ja. Über dem Auto, da muss ich hin mit dem Rollwagen. Da sitze ich sozusagen, da wo du jetzt ungefähr mit der Maus bist in der zweiten Etage, da ist mein Büro. Und da muss ich halt hinfahren. Ich habe aber nicht so eine schöne Wand und so eine schöne Wiese direkt vor meinem Büro, die dann auch noch so tolles WLAN hat. WLAN ist es halt an der anderen Seite, da ist so eine Maschinenhalle, ne? Und die hat halt eine große Fensterfront und da strahlt das WLAN ganz massiv raus. Und weil das halt so viele Fenster sind, hat man da auch echt eine sehr gute Signalstärke für einen Outdoor-Bereich. Ja. Ja, und das kleine Surface muss das ja irgendwie auch vom Signal alles noch wuppen. Ja, wobei das ist aber eigentlich, glaube ich, das hat, glaube ich, vermutlich eine ganz gute Antenne da eingebaut. Ja. Da wird sich Microsoft schon irgendwas Tolles überlegt haben. Naja, also was heißt, wie haben wir das jetzt evaluiert? Ich meine, ich habe das jetzt zweimal gemacht, ich habe jetzt keinen Evaluierungsbogen. Also die Studis finden das ganz gut. Es ist natürlich wetterabhängig. Wir haben es jetzt für heute erstmal abgesagt oder also auch aus Zeitgründen. Mal gucken, ob wir es morgen noch irgendwie spontan machen, weil, sagen wir mal, selbst ein kleiner Regenschauer ist jetzt der ganzen Technik da natürlich nicht sonderlich förderlich. Und Autobatterie im Regen, nee. Und als windig darf es für die Flipchart auch nicht sein. Es ist eher was für den Sommer. Wie hat irgendjemand bei Twitter geschrieben, woran erkennt man jetzt die E-Technikerinnen an der gesunden Outdoor-Übungsbräune? Yeah. So, ne? Ich werde das erstmal weitermachen. Ich meine, wir sind jetzt in der 8. Semesterwoche. Wie viel haben wir jetzt noch? 6 Wochen? 8 Wochen? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also wenn wir jetzt das noch bis zum Ende des Semesters durchhalten und vielleicht mache ich noch mal ein paar vor der Prüfung ein paar ein nettes Wort habe ich bei dir letztens im Stream gelernt. Ein Asketon. Ja, das von Physics OH übernommen. Genau. Einfach sehr großartig. Geil. Du streamst so lange, bis alle Fragen geklärt sind. Ist natürlich, der kognitive Load muss. Ich glaube, danach fällst du ins Bett. Aber ich glaube, also es sah bei ihm mega cool aus. Und Asketon. Ja. Genau, ein Asketon. Und ich meine, natürlich, ich würde nicht sagen, so ein Outdoor-Guy oder so ein Camping-Guru, nee, bin ich eigentlich nicht, aber ich hätte natürlich auch noch irgendwie eine Kühlbox und dann könnte man da ein paar Getränke hinstellen. Ich meine, als Läufer und eigentlich fehlt bei dir nur noch Schwimmen und der Triathlet ist fertig. Also, ja, Triathlon habe ich früher auch gemacht, aber ich schwimme so schlicht. Ja, das ist viele Läufer, die, man lernt als Triathlet relativ schnell kraulen. Also man schluckt halt 2 Stunden Wasser und dann kann man kraulen. So war das bei mir. Aber ich meine, an sich durchs Fahrradfahren und durchs Draußenlaufen, also eine gewisse Naturburschenheit schafft, wie auch immer, würde ich dir jetzt schon zusprechen. Ich wollte aber auch gerade sagen, ich kenne das von dem einen oder anderen Rhetorikverein, die dann auch im Sommer, einfach weil es schön ist und man nicht drin sitzen will, eine Draußen-Session haben, also so eine Speakers-Corner quasi. Ich will darauf hinaus, man könnte, wenn man die Flipcharts so ein bisschen ersetzt und vielleicht auch eher so ins Ende des Semesters, von mir aus Klausurwiederholung oder Klausurbesprechung, wenn sozusagen alle schon vorher die gleiche Quelle, das gleiche Format haben und du nicht über Flipchart was verteilen musst und es nur 8, 9 Leute sind, weil Übungsgruppe, könnte man ja auch eine rein, also ich meine, selbst in der Schule hatten wir das, dass man mal im Sommer draußen eine Veranstaltung gemacht hat. Ich bin noch da. Es ist großartig. Das alte Kameraproblem, weil Mini-USB. Ich hasse Mini-USB. Ja, hast uns vielleicht zu viel gesagt, aber es hat seine Tücken und hier bin ich wieder. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie mit 8, 9 Leuten einfach mit Abstand auch einfach draußen das so macht und die Technik einfach weglässt. Ja, könnte man rein prinzipiell auch machen. Ich meine, hier mein Anspruch war halt schon, es irgendwie einen Zoom zu bekommen. Und wenn man dann halt über elektrotechnische Probleme nachdenkt, dann ist das
manchmal sehr schwierig und sehr abstrakt, das halt rein auf der Tonspur zu machen. Also es ist nicht verkehrt, wenn man schon irgendwie was hat, wo man mal ein Schaltbild anmalen kann, wo man halt mal irgendwie eine Formel hinter, also vielleicht muss man gar nicht so viel schreiben, aber mal irgendwie eine kleine Skizze machen, das hilft schon enorm. Nicht so viel schreiben? Also hast du gerade nicht so viel schreiben? Hallo, mein Name ist Matthias Majowski und ich möchte euch heute kurz, 36 Minuten später, wir werden heute gar nicht so viel schreiben, ich habe da mal 6 Flipcharts mitgebracht. Nee, aber zu Recht. Also, das. Also, lange Herleitungen sehen ja anders aus, ne? Ja, ich bewundere das sehr, wenn man. Also, wie die KollegInnen aus der Mathematik das schaffen, halt mathematische Inhalte rein in ein Podcast-Format unterzubringen. Mhm. Weil das halt so das Gleiche ist. Also, man muss eigentlich immer. Petra und, Schwer ist das, richtig? Unter anderem. Genau, Petra Schwer und Thomas Kralle. Also, weil ja, sie haben auch letztes Mal darüber diskutiert, ob das, weil man muss ja dann so Bilder entwickeln, so im Kopf, ne? Also, jeder stellt sich dann irgendwie was drunter vor, weil halt so diese, man auf der Bildspur eben viel mehr Informationen unterbringen kann als rein auf der Audiospur. Und die Frage ist dann, wenn man das halt, wenn man versucht, nur über das gesprochene Wort ein Bild zu vermitteln, ist das dann das richtige Bild, was man da vermittelt hat? Das war in Mathe früher auch das Konstruktionsdiktat, wo dann bei 30 Schülern 40 Lösungen, natürlich nicht, aber also da sind, ja, man kann früh Irrwege nehmen und dann sieht, aber ist das irgendwie auch ein Kompetenzbereich, dass man bei euch sagt, okay, ich beschreibe jetzt eine Schaltung und ihr müsst die zeichnen können? Ja, rein prinzipiell ja. Also bei manchen Aufgaben steht ja auch nur da halt, wir haben einen Parallelschwingkreis aus R, L und C und da muss man halt sich irgendwie überlegen, wie sieht jetzt so ein Parallelschwingkreis aus? Ja. Und dann, also lang die Topologie, wie wir sagen, bei allen stimmt und dann ist das ja auch in Ordnung, auch wenn jeder das jetzt irgendwie so ein bisschen anders malt. Also ich glaube, da steckt eine Riesenkompetenz, steckt halt drin, sich über elektrotechnische, ingenieurwissenschaftliche Sachverhalte halt auszutauschen und darüber zu diskutieren, ne? Also irgendwie die Fachsprache zu kennen und anzuwenden. Und ich meine, klar, dafür macht man ja auch so Übungen, ne? Und wenn halt also ist ja ganz oft so, man hat irgendwie eine Frage und wenn man halt die Frage vernünftig formuliert hat, fällt einem ja manchmal auch irgendwie direkt die Lösung dazu ein. Ja, oder auch sich selber Klausurfragen ausdenken zu können. Das ist für mich so eine, also die müssen dann immer nicht super, super top sein, also im Sinne von, dass sie ein gewisses Gebiet erschlagen, aber ja, finde ich, ist sozusagen, wenn man einfach umdrehen könnte, quasi das, der nächste Schritt nach, ich kann es erklären, ich kann jemandem eine Klausur zu stellen. Ja. Ach, spannend. Oder sich halt ja, wie so immer bei Multiple-Choice-Fragen, irgendwie vernünftige Distraktoren ausdenken, ne, die halt erstmal irgendwie plausibel klingen und dann aber doch natürlich falsch sind. Was natürlich eine, also ja, Multiple-Choice ist, glaube ich, in der Operationalisierung ganz, ganz nett, aber aufwendig am Anfang, um sich das Ganze auszudenken, damit es nicht irgendwie viel zu leicht oder absurd schwer ist. Und die machen halt, wie sage ich das vorsichtig, schnell die Runde. Also reines Kreuzen, die Fragen sind, ich will nicht sagen weg, aber eigentlich, wenn man sie schon hat, dann würde ich sie, glaube ich, eh einfach zur Verfügung stellen, weil sonst ist es einfach die Kompetenz, wer hat am besten den Kontakt zu höheren Jahrgängen gehabt. Und das ist ja irgendwie auch unfair. Also sehr cool. Ja, das war Outdoor-Übung. Das war Outdoor-Übung. Also mal gucken, vielleicht machen wir es morgen wieder oder im Zweifelsfall nächste Woche. Schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Du hast viele, viele tolle Sachen gepostet. Ich habe mir Lichter gekauft. Das sind sogar Bi. Das sind Bi-Color-Leuchten, oder? Na, man kann so die Farbtemperatur einstellen und man kann halt die Helligkeit einstellen. Ja, Kelvin und ja, passt doch. Genau. Und man muss nicht immer dahinter krabbeln, um das zu machen, sondern es gibt auch eine Fernbedienung, wobei ich die jetzt noch nicht ausprobiert habe. Aber, mit Tischstativ. Genau, mit Tischstativen, die sind super praktisch, weil man die natürlich einfach auf seinen Tisch, also einen Tisch hat man ja oft, gerade in so einem Office-Setting. Man hat nicht immer einen eigenen Tisch, aber man hat nicht Tisch immer ist manchmal einen vorhanden. Tisch, aber einen Tisch hat man doch meistens. Naja, und ansonsten sind das halt ganz normale Lichtstative. Da kann man jetzt auch sonst was halt drauf bauen. Okay. Müsste ich mir tatsächlich auch noch mal. Also ist eigentlich ist ganz cool. Also gerade mit hoch runterfahren oder so kann man sich überlegen. Und das ist dann eine Fernbedienung ist auch noch dabei.
Genau. Und auch die, wenn man jetzt an Outdoor-Hybrid-Übungen draußen im Dunkeln denkt, man könnte die auch Akku betreiben, aber ich habe jetzt keine Akkus dazu gekauft. Da kann ich aber eher LED-Flutlichter empfehlen. Ja. It's a thing. Auch mit 45 Watt, witzigerweise. Also ordentlich hell ist vielleicht eine Untertreibung, weil die sind richtig, richtig hell. Ja, ich glaube, also hier ist, ich hatte halt mal irgendwie so ein kleines Video für Instagram gemacht über mein Quiz und da hatte ich halt, wo ich in einem Gebäude gedreht habe, hatte ich eines dieser Lichter halt verwendet und das auch nur irgendwie auf 50% oder so, das hat schon vollkommen hingereicht. Also die sind echt hell. Also da kann man schon jetzt mit den drei Lichtern, kann man schon eigentlich ein ganzes Büro vernünftig ausleuchten und vermutlich. Wenn man es nochmal ein bisschen diffuser haben möchte, kann man die halt auch einfach umdrehen, gegen eine weiße Wand strahlen lassen, und dann mit dem indirekten Licht leben und arbeiten. Und Das das ist. sind ja, das ist auch, ich sage jetzt mal, ein Generika-Elektroniker. Ja. Also, falls jetzt irgendwie das alles sehen, also ich habe auch ein oder zwei, bisschen kleiner, aber das sind, ich meine, LED. Ne? It's an LED. Also da ist jetzt nicht, aber die Tischstative, die sind tatsächlich gar nicht so blöd. Ja, aber für kleines Geld, oder? Also Ich sag mal so, ein so ein Licht hat ungefähr 120 bis 150 € gekostet. what? Das ist kein kleines Geld. Okay, krass. Ich hätte jetzt eher so gesagt, so 50 pro Licht, aber Nee, dann nee, für nee, nee, Schnickschnack. die sind schon ein bisschen teurer. Ja, Aber okay, ich gut, meine halt, sagen wir dann mal so, dieses ganze Set krass. mit der Box und mit den Stativen und allem drum und dran hat mich vielleicht ungefähr 400 € gekostet. Das ist schon, aber das ist ja. Aber also es wurden hier mal andere Empfehlungen rumgereicht. Ja, ein paar Skizzen, ein paar Wir gehen kleine. schnell zurück. Ja, Empfehlungen. Ja, und da war man halt bei einem so einem Licht eher bei alleine 400 € für ein so ein Licht. Ja, Und ach ich meine, wenn man du. halt, fahr mal zu einem großen schwedischen Möbelhaus und kauf LED-Flächenleuchten, die So. kriegst du auch nicht viel günstiger. Ja, also es Insbesondere gibt. nicht, wenn sie in Farbtemperatur und Helligkeit irgendwie noch steuerbar sind mit einer Fernbedienung Nee. und so. Und ob die dann genauso lange halten und also man kann halt super viel falsch machen. Also von der Lumenanzahl her. Ich habe mir mal ein billiges oder ein günstiges LED, also eine E23 Birne, aber als LED-Farb. Das ist ein Akzentlicht. Und also wirklich Akzentlicht. Und das strahlt nicht weit genug. Das musst du fast in die Kamera drücken, damit das irgendwie was wird. Und so die Prosumer-Lichter, ja, die fangen ganz ehrlich, die fangen wohl bei 800 € an. Und da ist noch keine Kappe oder keine Barndoor-Klappe oder so dabei. Insofern sind so Grund-LED-Diffuser durchaus gut. Gut, was ist hier noch? Oh Gott. Octave Online-Lösung. Ah. Irgendwelche Rechnungen in Elektrotechnik? Würdest du sagen, dass deine Handschrift besser geworden ist in den letzten 3 Semestern? Open Nee. question. Nee, eigentlich nicht. Also ich versuche immer, wenn ich, das ist jetzt in Windows Journal geschrieben, Ja. da habe ich definitiv eine bessere Handschrift als in Zoom, weil das halt, oh, da hatten wir einen kleinen Plagiatsfall. Ja, gut sei. Da hatten wir, ja, weil das halt nochmal irgendwie das ein bisschen glättet und in Ja. Vektor zerrt. Und in Zoom macht das halt einfach Pixel draus. Oder, naja, weiß ich nicht, auf jeden Fall wird das ja irgendwie anders gerendert. Ja. Und hier, großes Zeichentablet. Ja, stimmt. Versus kleines Zeichentablet. Also auf dem, das ist Variante klein, das ist Variante groß. Da kann man auf dem großen natürlich, Wie oft zeigen wir unsere verdammten Zeichentablets? weiß ich auch Das nicht, kann ist man auf dem großen natürlich irgendwie feiner schreiben. Und ich versuche mich schon immer dazu zu zwingen, sauber zu schreiben. Ja. Aber manchmal schreibt man halt hastig und dann wird es nicht so toll. Nee, ich glaube, also es ist auch die Freihand-Sinuskurven, also sieht gut aus. Also kann man jetzt schon lesen. Ich habe mich immer noch nicht, also, ja, come on, das ist jetzt sogar ein großer Screenshot. Also muss man tatsächlich lernen. War am Anfang super komisch. Ich habe es auch noch nicht richtig, weil ich es nicht benutzen muss. Das ist einfach immer noch, also Was Sinuskurven zu zeichnen. nein, überhaupt mit dem Mit Zeichen, also Zeichentablet, ja. Hand-Augen-Koordination, weil man ja nicht direkt sieht, was und dann, wenn du dann ein Schiff verlierst, also was heißt verlierst, aber. Ey, muss man sich dran gewöhnen, ist eine Lernkurve und am Anfang ist man halt ultra langsam oder es sieht nicht so gut, toll aus. Ja. Was ist denn da passiert? Warum? Also,
warum? Und es, also, als ich, während meines Bachelorstudiums sind so die ersten Politiker, Cases, Gutenberg und Co. auf, oder war das schon noch zur Oberstufe? Es ist irgendwie so in einem Mischbereich. Und wir wurden so drauf gedrillt, das nicht zu tun. Und es wurde, also ich will damit sagen, es gab ja so eine gewisse Welle. Und aus meiner subjektiven Sicht gab es eine Zeit, wo das in den Universitäten sehr stark nochmal forciert wurde und gesagt wurde, hier, wir haben jetzt irgendwie eine Eigenständigkeitsrichtlinie, wir haben eine Plagiatsrichtlinie, es gibt akademisch Higher Standards, Rigor und was nicht alles. Ist es sozusagen loser geworden oder ist es eine andere Generation an Studierenden? Das kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen. Aber plagieren ist halt echt uncool. Also es ist halt einfach... Also in dem Fall, es waren halt zwei Personen, die vielleicht nicht ganz so intensiv in einem deutschen Schulkontext sozialisiert wurden, sondern die, weiß ich gar nicht so genau, wahrscheinlich erst für das Bachelorstudium nach Deutschland gekommen sind. Und vielleicht haben wir dann in diesem Kurs da nicht nochmal ganz explizit darauf hingewiesen, weil alle deutschen Studierenden halt dann massiv mit den Augen gerollt hätten und haben mir gesagt, natürlich ist das, wird da eure eigene Leistung bewertet und nicht irgendwie das, was ihr von woanders her kopiert habt. Ich glaube, uns ist das absolut klar. Es ist aber halt nicht in allen Kulturen der Welt so klar. Und wahrscheinlich müsste man immer wieder noch klarer darauf hinweisen, auch wenn dann einige mit den Augen rollen oder auch wenn man im Kollegen. Also wir machen ja auch, das ist ja eigentlich ein deutsches Seminar hier. Wenn man da jetzt, ich weiß nicht, ich habe das natürlich extra so man erkennt gescreenshottet, dass man da halt nichts erkennt. Keine Ja, also wenn man da jetzt was erkennen würde, würde man erkennen, dass dieses Paper halt auch auf Englisch geschrieben ist. Ja. Also du meinst, es gibt sozusagen eine, also ich weiß nicht, ob das mal unter Lernkultur, aber zumindest Verständnis im Sinne von Kultur, Urheberrecht hat bei uns ja durchaus einen gewissen, was jetzt stellen wir, aber also ich kann aber als Student schließlich sagen, man wird halt wirklich drauf gedrillt. Und es ist fast schon ein Generalverdacht. Also ich glaube, wir sind eher auf der extremen Seite. Zumindest war das bei mir im Studium immer so. Und tatsächlich auch mit Online-Klausuren, du sagst die Eigenständigkeitserklärung, was völlig richtig ist. Und jetzt auch gerade in den letzten Wochen mit hier Giffey, also gerade weil es diese populären Fälle gibt, schade. Also ich finde es ja. Ja, und es gibt so, ich meine, also ich glaube, die Studis, die dann aus eben dem nicht deutschen Bildungskontext kommen, sind halt auch, also ich glaube, die wissen schon ungefähr, was wir da meinen, aber die sind halt total am Struggeln. Also, weißt du mal, gehen wir mal zurück auf den Screenshot bitte. Ja. Mit dem Dings. Weil da sieht man sieht ja so eine Abbildung. Also so ein Bild in dem Paper, muss man jetzt am besten nicht nochmal irgendwie so durchklicken, wie du gekommen bist. Und man sieht ja so eine Abbildung. Von diesem Lego-Car oder ja, nee, genau, und das haben sie selber gemacht. Das haben sie selber gemacht, das Foto, da steht natürlich keine Quelle dran. Das ist natürlich in Ordnung, ne? So, jetzt klicken wir nochmal weiter auf die nächste Seite. Und da ist nämlich irgendwie so eine Tabelle, nee, machen wir nochmal, irgendwie hatten wir eben noch ein anderes. Da war so eine Tabelle mit irgendwelchen Farbcodes. Ja. Da, genau, diese. Lass mich raten, das passt nicht zusammen, was sie gebaut haben und was in der Tabelle auftaucht. Nee. So, diese Tabelle, also da sind halt irgendwelche Farbcodes, siehst du ja, und dann, ich glaube, da steht in der Tabelle drin, aus welchen RGB-Codes oder was auch immer oder unter was für einem Zahlenwert Lego diese Farben da zurückgibt. So, und das, was daneben steht, dieses andere Seite daneben, dieser Kasten, das ist die Quelle von dem Bild. Da haben sie halt einfach harten Link, so Google-Suche irgendwie so ganz wild. Okay, mit Parametern und mit all möglichen Google-Suchparametern no halt, Redirect. Weil wir müssen ja die Quelle von dem Bild angeben, so, ne? Und ich meine, dass nicht da jetzt irgendwie, was man bei Google eintippen muss oder was in der Google-Suche dann, das ist ja nicht die Quelle von dem Link, von dem Bild, ne? Sondern die Quelle, irgendwer hat das Bild mal gemalt und ich meine, auch bei dieser Tabelle da mit irgendwelchen Farbcodes, da kann man sich halt darüber streiten, ob dieses Bild eine Schöpfungshöhe hat.
Naja, die ist wahrscheinlich grenzwertig, ja, aber dass es definitiv eben nicht geht, absatzweise Text von woanders her zu kopieren. Also wahrscheinlich, ne, wir haben halt mal irgendwann auf Bildrechten rumgeritten und gesagt, hier, ne, wenn ihr Bilder irgendwie von da und da, dann sind die halt gemeinfrei, wenn ihr Bilder von da und da, dann sind die halt CC BY SA, gebt eine Lizenz an, gebt einen Titel an, gebt, ne, die Tulu-Regel und was es da alles so Schönes gibt. So. Und die Leute sind da komplett irgendwie unsicher. Und es gibt halt dieses schöne Seminar bei uns, dieses Non-Technical Project Seminar, wo die Studis so auch eine Seite nur Paper schreiben sollen. Und da sage ich ja auch immer jedes Mal, und meine Kollegin früher hat mich dafür im Prinzip gehasst, dass ich halt in die Lehrveranstaltung reingekommen bin und sage, schönen guten Tag hier, wir machen jetzt mal hier schön 4 Wochen Seminar zum wissenschaftlichen Schreiben. Und die wichtigste Begründung, warum wir das machen, ist, weil es in den vorherigen Jahrgängen massive Probleme gab mit Plagiaten. Und diesen möchten wir entgegenwirken und deswegen werden wir jetzt 4 Wochen lang darüber sprechen, wie man vernünftig wissenschaftlich arbeitet und schreibt, damit allen klar ist, wie mit Plagiaten umzugehen ist. Und ich meine, es wurde dann auch tatsächlich besser, insbesondere dann, wenn man dann halt immer noch mal irgendwie ein, zwei Leute, die das übertrieben haben, hat halt durchfallen lassen, so, weil sich das natürlich auch irgendwie rumspricht dann und rumgesprochen hat. Aber im Endeffekt musste man, ne, nächstes Jahr kamen neue Studierende, die haben sich nicht ausgetauscht mit den Studierenden irgendwie 2, 3 Jahrgänge höher und dann konnte man jedes Jahr im Endeffekt bei neuem anfangen und immer wieder gebetsmühlenartig von vornherein sagen, ach und übrigens wisst ihr, warum wir das machen? Weil es so viele Probleme gibt mit Plagiaten. Und dann ist wahrscheinlich die erste Abwehrreaktion, ja, aber das waren ja die Leute vor uns. Vielleicht sind Genau. wir ja gar nicht so. Und ja, das, ah, Leute, das ist halt, es ist irgendwie echt schade, traurig und bitter. Es ist, ja. Also ich glaube, das ist auch etwas, was ist immer so ganz, ganz gut ist, auf andere Institutionen abzuschieben. Aber die ersten Kurse kann man da durchaus in der Oberstufe zu machen. Wir mussten in der 11. schon eine Facharbeit schreiben und da war halt, das war, ich glaube, der rigorose Check war so mäßig, aber wir hatten durchaus Lehrer, die, oder ich meine, das Ganze in Turnitin oder Plagiatschecker, Ronnie-Plag und was es nicht alles gibt. Ich würde sogar empfehlen, dass man, wenn man eine Hausarbeit schreibt oder jetzt auch meine These ist, werde ich nochmal durch einen eigenen Plagiatschecker jagen, einfach um selber sicher zu gehen, ob man, also weil zufällig plagiieren, glaube ich, gibt es nicht und es gibt so eine ganz, also einfach nur um sicher zu gehen, weil man wurde da, es wurde uns so oft gesagt und also es löst schon Stress aus, wenn man darüber redet, sage ich ganz ehrlich. Einfach weil Ja, man einfach, definitiv. man will da nicht dazugehören, man will das richtig machen und das so zufällig, also wenn es eine einzige Stelle ist, dann so und man sonst irgendwie so Unschuldsvermutung und was nicht alles, aber sorry, der halbe Text ist rot. Also. Ja. Naja, und also was so eine typische Antwort, wenn man da mit Studierenden darüber spricht, ist, dann sagen die halt, naja, aber das stand doch in einem anderen Text schon mal sehr schön da und viel besser hätte ich das jetzt auch nicht Ja, schreiben können. Dann sage ich, Blockzitat, nicht länger als 3 Zeilen, genau, fertig. dann sage ich, ja, das ist ja richtig, ja, und ich meine, dann kopiert es doch halt, wenn ihr denkt, das ist halt echt gut, ja. Aber dann packt es doch halt einfach in Anführungszeichen. Ist ja kein Problem. Ihr könnt auch, im Endeffekt könnt ihr eure halbe Masterarbeit abgeben, ja, wo der halbe Text aus Sätzen in Anführungszeichen besteht. Aber dann könnt ihr das eben nicht als eigene Leistung verkaufen an der Ja. Stelle, sondern dann sieht halt, das ist vollkommen in Ordnung, das zu machen, aber ich meine, dann sieht halt jeder, okay, ihr habt das halt von da kopiert. Ja, und dann sind halt immer Sachen, ja, und wenn aber, dann finden ja die Checker-Tools trotzdem irgendwie da so ein paar Prozent, dann sage ich ja, irgendwie ein paar Prozent werden die immer finden, weil die Eigenständigkeitserklärung, die ist natürlich der Text, derer ist kopiert, dann hat man irgendwelche Quellen im Literaturverzeichnis, da sind halt die Titel kopiert, ja, und dann sind auch so Sachen wie, ich habe mal so ein Quiz, das ist dann bei uns im Lernmanagementsystem drin, ja, hier also Turnitin, ein Plagiatstool hat das als Plagiat gefunden, ist es ein Plagiat, ja oder nein? Weil es Ja? die Frage schon mal gab, oder was? Nee, nee, nee. So, und dann sind so Sachen, also weil diese Turnitin prüft ja einfach nur auf textliche Übereinstimmung, ja? Ist Und dann ist gleich, ja die ja. Frage, so, wenn jetzt zum Beispiel einer geschrieben hat, ja, die Farben des Regenbogens sind violett und blau und so, ja, dann wird natürlich Turnitin das als Plagiat finden, weil da halt so und so viele Wörter wirklich übereinstimmen, ist aber trotzdem kein Plagiat. Ich meine, das sind nun mal die Farben vom Regenbogen. Jeder würde das so schreiben, ne? Oder bei uns in der EMV, ja,
the measured voltage or the average value of the coupled voltage at the beginning of a transmission line oder sowas. Das ja, ist das halt so die eingekoppelte Spannung am Anfang der Leitung. Ja, das kann ich auch nicht anders sagen. Das hence H0 has to be rejected. Also, ja, es gibt halt, ja, es ist ja. Gut. Also es gibt so Sätze, die sind halt einfach so fachspezifisch, den kann man auch nicht viel umformulieren. Aber ein so ein schönes Experiment, was wir immer früher in Präsenz, jetzt in Online, funktioniert es nicht mehr so gut, weil das asynchron man die Leute nicht wirklich erreicht, das zu machen, ist, ich habe immer ein schönes Bild bei einfach irgendwie Wikimedia Commons runtergeladen, das generisch irgendeinen Messaufbau zeigt. Und dann halt die Leute gebeten in der Präsenzveranstaltung, jeder hat 200 Zeichen und beschreibt dieses Bild. Das ist ja eine mega gute Übung. So, ja, und dann laden die das halt im Prinzip alle gleichzeitig auf bei Pigeonhole hoch. Und erst wenn man seins abgesendet hat, sieht man halt auch die Sachen von den anderen. Ja. So, und dann sitzen halt 20, 30, 40 Studis in einem Raum oder in einem Hörsaal, sehen das gleiche Bild, den gleichen Messeaufbau, so und jeder beschreibt es jetzt in seinen eigenen Worten, ja. Und dann kriegt man halt 20, 30, 40 zwei, dreizeilige Texte, ja. Und dann sage ich ihnen immer, guck mal, ihr habt jetzt alle das gleiche Bild beschrieben, aber halt alle in euren eigenen Worten, ja. Und natürlich kommen da gleiche Wörter drin vor, da sehen wir auch sich, Oszilloskop und Modulator und Kabel und Spektrumanalysator oder was auch immer da halt so vorkommt. Gibt genug Permutationen, das aber ist, ne, der eine hat das irgendwie von links nach rechts beschrieben, das Bild, der andere von oben nach unten, der eine hat das irgendwie anhand der sagen wir mal, der Messgeräte, der andere anhand der Verbindung, der andere mehr anhand der Funktion und so Signalkette, wie du sagst. Ne? Und da ist, also da kann man eben sehr schön zeigen, so ein Plagiat, das passiert nicht durch Zufall. Die Chance, dass ich das genauso schreibe wie wer anders, die ist so super gering. Ein Plagiat passiert halt einfach, weil man Copy und Paste macht. Ganz einfach. Ja. Punkt. Ja, schon. Also ist, denke ich, ein guter Schlusssatz zu diesem, es ist wirklich echt ein unangenehmes Thema. Also es hat mich immer, also man ist, man kommt dann rein und irgendwie nach guten Morgen und wie sehen die Leistungen aus? Erstmal unter Punkt 3 Plagiatsachen und dann weiß man, oh Gott, was ist jetzt hier schon wieder passiert? Ja, es ist kein schönes Thema für alle Beteiligten, aber dein Schlusssatz war, glaube ich, ja. Ach, sehr gut. Haben wir noch ein 8-Minuten-Thema? Was haben wir noch aufgemacht? Ich habe heute, also bei uns sind gerade die Tage der Lehre. Ich habe heute einen schönen Workshop und der sehr, sehr, sehr gute und von mir sehr, sehr geschätzte Kollege Malte Persicke hält die Keynote zum Thema Digitalisierung der Lehre im Zeitraffer. Heute Abend, also Nachmittag. Heute Nachmittag, genau. Okay. Und dann gibt es eine ganze Reihe Workshops und sozusagen Angebote, Roundtable, Impulsvorträge, alles, was man so toll per Zoom machen und nicht machen kann. Und mal gucken. Es gibt da, wie du siehst, ein sehr, 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 sehr volles, pickepackevolles Programm. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen. Weil die Anzahl der Personen an einer Universität, die sich wirklich, wirklich, wirklich für die Lehre interessiert und an solchen Formaten teilnimmt, die ist natürlich eigentlich überschaubar. Ja, man kennt seine man kennt seine Twitter-Online-Bubble. Ja, sagen wir es, wie es ist. Also ich meine, ja, okay. Genau. Okay. Ja, und ich werde ein bisschen was zu unserer Open Book Prüfung noch zum Besten geben. Aber eigentlich nichts, was ich nicht auch schon im Blogartikel mal geschrieben hatte und was auch sehr nett. Viele Grüße an Anja Lorenz und Oliver Tacke, die das bei Bildung alt entfernen auch nochmal sehr, sehr, sehr wertgeschätzt haben und ausführlich behandelt haben, das Thema. Und ich werde dann da ein bisschen was erklären und sozusagen, 5, 6 etwas provokante Thesen aufstellen zu Online-Prüfungen, um in eine möglichst engagierte Diskussion dann zu starten. Okay, es sind super, also Tag der Lehre ist vielleicht ein bisschen
Es sind Tage der Lehre. Es ist eine Projektwoche, so nach Motto. Ja. Also sehr cool. Okay, wusste ich nicht, wieder, ich bin ein bisschen untergetaucht. Aber da kann man ja mal, vor allem weil es über Zeit. Ach, jetzt sehe ich, was du mit Konkurrenz meinst. Das ist halt, ja, okay. Genau, also das ist natürlich sportlich. Halt 3 Slots zur selben Zeit. Aber ich glaube, es ist gut, dass es nicht den ganzen Tag ist. Ja. Okay. Aber ich meine, natürlich, Leute sind halt vorher schon, also ich habe ja heute schon 2 Lehrveranstaltungen hinter mich gebracht. Jetzt streamen wir und dann habe ich heute noch, werde ich mir da schön heute die Tage der Lehre geben. Content. Sehr, sehr gut. Cool. Ja, werde ich, ich glaube, nebenbei will ich ja gerne reinschauen. Ich hoffe, man kann sich noch anmelden. Also der Punkt ist natürlich, das ist halt so ein bisschen, du kommst da rein, das ist ja interessant. Ja, aber jetzt klick mal da weiter. Klick mal da weiter, was da passiert, wenn du da draufklickst. Ach, ihr benutzt das Moodle, um. Ja, klick mal auf meinen drauf. Da, du warst jetzt ja schon fast. Oder klick auf irgendeinen drauf. Da warst du richtig mit der Maus. 2 hoch. Haha, siehst du? Ach, Moment, das ist. Okay, das ist sozusagen. Jetzt uni-intern. Das uni-intern. Ja, und das ist ja das, was ich immer sage: Ein Moodle ist ein Silo. Zumindest so, wie es dann eingerichtet ist. Ne? Also, unser Moodle ist halt ein uni-internes Silo und ich kriege dann immer von unserem Rechenzentrum, eigentlich von Zoom über unser Rechenzentrum einen auf den Deckel, wenn ich meine Zoom-Zugangsdaten öffentlich bei Twitter poste, weil man das natürlich nicht machen soll, weil das natürlich Zoom-Bombing und allen möglichen Angriffsvektoren Tür und Tor öffnet. Böse. Aber wenn man jetzt halt als Uni-Externer daran teilnehmen möchte, jetzt regnet es bei uns wie verrückt. Ein Glück, dass ich heute keine Outdoor-Hybrid-Übung mache. wenn man als Externer daran teilnehmen möchte, müsste man schauen, dass man halt den Personen, die dort stehen, wenn man sie kennt, irgendwie eine E-Mail schickt und sie um die Zoom-Zugangsdaten bittet. Oder ich bin ehrlich, ich habe dein Paper gelesen und das ist. Ich glaube, da steht mehr drin als in einer Stunde. Du erzählst, oder? Vermutlich ist das so, ja. Ja, naja, und die Thesen, die ich aufstellen werde, ist, ich kann ja schon mal sozusagen schnell sagen, ist, so wie man Prüfungen früher offline gemacht hat, analog in Präsenz, das 1:1 zu digitalisieren, macht wenig Sinn, wie Herr Dirk sagte, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess. 2? Ich habe jetzt gar nicht alle Thesen. Also irgendwie, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich sie alle zusammen und nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja. Also zweite These, sagen wir mal, formatives Assessment kann besser sein als summatives Assessment. Okay. Wow. Eine These ist noch, dass man eigentlich auf unüberwachte Sachen setzen muss, weil überwachte Sachen, haben wir auch schon mehrfach darüber diskutiert, Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis, es gibt immer noch genügend Angriffsmöglichkeiten der Studierenden. Man Stress, muss einfach Menschenbild. Genau, an den passenden Aufgabenformaten ändern. Ich hätte meine Folien jetzt schon mal mehr aufmachen sollen. Henrik, ja, wünsche mich unvorbereitet. Jetzt habe ich zu viel versprochen. Was habe ich noch? Oh, fällt mir jetzt nicht ein. Das klingt schon mal spannend genug. Ich hab aber meine Folien schon irgendwie bei Twitter getwittert. Da könnte ich jetzt selber nachgucken. Also die Folien sind schon erstellt, das ist schon mal gut. Ja, die Folien sind schon mal fertig, ja. Ah, sehr schön, cool. Ja, da euch viel Spaß und Erfolg. Klingt nach einem coolen Programm. Umso schöner, wenn man an der UVGU ist. Schade, wenn man nicht an der UVGU ist. Aber das klingt nach einem coolen Programm. Ja, und es geht dann, ich habe dann morgen, glaube ich, was zu meinem Quiz bei Instagram und am Freitag nach meiner Sprechstunde was zu meiner Sprechstunde bei Twitch. Oh, okay. Freitag das ist eine Uhrzeit, die würde ich auch freuen. Da, Freitag von 15 bis 16 Uhr. Ja, das was geht ja sogar einen? Noch. Aber dass du jetzt dir das Twitch-Thema nimmst, finde ich sehr gut. Das ist, uns streamt das Format gleich. Okay, das heißt, bei Twitch werde ich dabei sein. Ja, das ist, das freut mich wirklich, weil die Akzeptanz kann nur steigen. So, das ist meine Kamera, sagt jetzt hier Mittagspause vorbei. Die Akzeptanz kann nur steigen, wenn mehr Leute und Professoren und unterschiedliche Akteure, möchte ich es mal nennen, das benutzen.
Und dann steigt auch die Qualität auf Twitch. Cool. So. Tatsächlich war und ist das unsere Mittagspause gewesen. Genau. Und war mal wieder ein Fest. Matthias, vielen Dank vor allem fürs Input geben. Und sehr gerne, fürs sehr Diskutieren. Gerne. Wir werden nächsten Monat bestimmt irgendwann weitermachen, wenn sich die ersten Zwischenklausuren, Thesen und, nee, ich schreibe nur eine, Thesis, geklärt hat. Und wie lange geht euer Semester noch? Bis Anfang Juli. Wochen, hast du gesagt, ja. Okay, das heißt, wahrscheinlich sind wir dann noch in den letzten Zügen deines genau, Semesters. Genau, also so anfangen, wir peilen jetzt mal Anfang Juli an, würde ich sagen. Sehr gut. Machen wir genau so. Bis dahin, gute Out von uns. Grüße von Berlin nach Magdeburg und zurück und wo auch immer ihr gerade zugeguckt habt. Wir sehen uns demnächst. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.